Ja Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es einen kleinen Bombenrohrvergleich, Salutbombenrohrvergleich mit teilweise neuen Bombenrohren. Wir haben hier einmal die Thunder King von Brockhoff, dann haben wir hier Colpo Aero von Elgato, die Titanium King von Catan, die Thunderbolts von Argento und die Vogelschreck Bombenrohre von Blackbox. Ich habe die hier schon alle aufgestellt. Hier Titanium King, Thunder King, Colpo Aero, dann hier Thunderbolt und Blackbox Bombenrohr. Wir fangen jetzt an mit dem Titanium King von Catan. Der war schon mal nicht schlecht. Und gleich hinterher den Thunder King von Brockhoff. Ich muss wirklich sagen, echt erstaunlich gut die Teile. Sind echt nicht größer als so ein Lidl Beko Flashbang, aber haben richtig Bums. So, der nächste, Colpo Aero. Auch nicht schlecht, obwohl ich mir jetzt mehr erwartet habe von Elgato, aber durchaus zu gebrauchen. Der nächste ist Thunderbolt von Argento. Muss ich echt sagen, auch nicht schlecht. So ungefähr auf Flashbang-Niveau von Nico. Und jetzt der Blackbox. Also ich fand den von den fünf Bombenrohren echt am lautesten. Blackbox kann echt was. Ohne Mist, die sind richtig, richtig gut und echt zu empfehlen. Das war's halt schon mit diesem kleinen Bombenrohrvergleich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, bis zum nächsten Video.